Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Art of Success TV. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Moritz Bauer. Moritz, freut mich wahnsinnig, dass du heute hier bist. Moritz, du bist Gründer vom Blog Selbstbewusstsein stärken, bist Experte, was E-Mail-Marketing angeht, betreibst den Blog jetzt seit 5 Jahren und hast dir wirklich deine Community geschaffen, von der jeder Blogger nur träumen kann. 32.000 E-Mail-Abonnenten innerhalb von 5 Jahren. Respekt schon mal hierfür. Wie schafft man das, dass man sich in so einer Nische so etabliert, wie du das geschafft hast? Also zum einen war das sogar so, dass ich der erste Blog war oder die erste Webseite speziell zu dem Thema Selbstbewusstsein. Das ist ganz witzig. In Deutschland sind wir da immer noch stark hinten dran, was digitale Informationsbusinesse angeht, überhaupt Webseiten. Ja, die meisten Leute sind ja Arbeitnehmer in Deutschland. Es gibt wenige, die sich trauen, mal selber was zu machen. Mhm. Und dementsprechend muss man sich vorstellen, war ich 2010, als ich angefangen habe, tatsächlich die erste Seite speziell zu dem Thema. Okay. Und habe dann eben durch hochqualitativen Content die Leser an mich binden können. Die Suchmaschinen fanden es auch toll, haben mir dann immer mehr Besucher geschickt und so ist es dann langsam aber sicher gewachsen über die Jahre. Okay, sehr interessant, super. Bei Art of Success TV beginnen wir immer mit einem Erfolgszitat. Wenn du uns deins verraten könntest oder dein Lieblingserfolgszitat, sozusagen die Geschichte dahinter und kurz, warum du dich für dieses entschieden hast. Also eins, das mir ganz spontan jetzt in mein Gehirn hüpft, ist das Zitat, wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat, aber ich finde es ein sehr, sehr gutes Zitat, weil eben sehr viele Leute immer anderen Menschen die Schuld geben dafür, dass bei ihnen nicht klappt, der Wirtschaft die Schuld geben, dass sie nicht den Job haben, den sie haben wollen, der Mama die Schuld geben für die Erziehung und deshalb nichts erreicht haben im Leben. Ja. Und eben, wenn du dem Wetter die Schuld gibst, dass du nicht gut drauf bist, dann gibst du eben dem Wetter auch die Macht, dass es über deinen Gefühlszustand bestimmen kann. Und das ist einfach ein sehr gutes Zitat, an das auch ich mich immer mal wieder erinnern muss, wenn ich die Schuld bei jemand anderen suche, wobei ich sie natürlich immer nur bei mir selber suchen kann, ist klar. Okay, okay. Ja. Na, finde ich, von der Sichtweise bin ich auch voll und ganz überzeugt. Und es ist immer gut, proaktiv zu schauen, okay, wo kann ich Einfluss auf meinen Lebensweg nehmen, wo kann ich schauen, dass ich besser werde, aufs nächste Level komme und dann ist man da gut unterwegs. Genau, das andere Problem mit Schuldzuweisungen ist natürlich, wenn ich jetzt sage, du bist schuld daran, dass ich hier nicht sprechen kann, ja, weil es dein Einfluss hier auf der Kamera macht mich irgendwie gedankenlos. Dann setze ich mich auch in so eine passive Ecke, wo ich gar nichts mehr machen kann. Ja? Du bist jetzt schuld, du bist verantwortlich für meinen Zustand. Die Wirtschaft ist schuld, dass ich keinen Job habe, also kann ich nichts tun, damit es mir besser geht. Und da das ist auf jeden Fall nicht der Weg raus. Der Weg ist proaktiv, zu sagen, ich bin in der Verantwortung und jetzt geht's los, machen wir was dagegen. Ja? Genau, auf jeden Fall. Moritz, du bist der Experte, was Selbstbewusstsein angeht. Wenn du jetzt eine Person vor dir hättest, die ein relativ geringes Selbstbewusstsein hat und nicht weiß so recht, was sie mit sich anfangen soll, was wären so 3 Tipps, die du der Person spontan geben kannst, die sie auch direkt in die Praxis umsetzen kann? 3 Tipps, 3 Übungen in die Richtung. Also die erste Übung, die ich jedem mitgeben kann, ob selbstbewusst oder nicht selbstbewusst, aber besonders so einer Person, ist unbedingt auf die Körperhaltung achten. Schauen, dass der Körper, der einfach sehr stark mit deinem Inneren verbunden ist, mit deinen Emotionen verbunden ist, dass du da eine starke Körperhaltung annimmst. Einfach aufrechter Rücken, Kinn nach oben, nicht nach unten schauen, vielleicht ein kleines Lächeln aufsetzen. Es wirkt wirklich kleine Wunder, auch wenn man es am Anfang nicht glauben mag, dieses bewusste Aufrichten des Körpers und der Statur, die Physiologie einfach auf Vordermann bringen und dadurch auch vor allem hier den Oberkörper öffnen. Und das wäre mein 2. Tipp, tiefer atmen, bewusst tief atmen und sich dadurch einfach im ganzen Körper zu entspannen. Also meine ganze Arbeit oder viele Übungen, die ich präsentiere auf meiner Webseite, die gehen immer über den Körper, weil du über den Körper sehr schnell an deine Emotionen rankommst, an deinen Zustand rankommst, oftmals schneller als über den Kopf. Es ist gut, sich positive Gedanken zu machen und vielleicht auch zu visualisieren, aber eben über den Körper kannst du sofort in einen neuen Zustand reinschnappen, sage ich mal schon. Ja, sehr interessant. Also Körperhaltung Nummer 1, Punkt 2, bewusste, tiefe Bauchatmung. Was viele Leute haben, ist, wenn sie Angst haben, wird die Atmung flach, geht hier oben in den Brustkorb und dadurch verliert man einfach das Zentrum, seine Balance. Und das wäre mein 2. Tipp. Und mein 3. Tipp ist, wo die Angst ist, ist der Weg. Wenn du vor etwas Angst hast, dann musst du da in kleinen Schritten, also du musst ja nicht, wenn du jetzt Präsentationsangst hast, gleich vor 1000 Leuten reden, dann erzähl doch einfach mal erstmal deiner Oma deine Favorite
Story oder irgendjemand, ja, und dann fängst du mit der Oma an und dann am nächsten Tag deinem besten Freund und dann vielleicht einer Freundin von deinem besten Freund, die du vielleicht noch nicht so gut kennst und so langsam schrittweise der Angst entgegen und dadurch entwickelt sich natürlich viel Selbstvertrauen euch, dadurch, dass man merkt, gar nicht so schlimm, wie ich am Anfang immer dachte und das hat mir auch sehr geholfen, die Angst konfrontieren, anstatt davor wegzulaufen, ja. Du hast davon geredet, die Angst zu konfrontieren, quasi aus der Komfortzone rauszugehen und zu schauen, okay, wo fühle ich mich unwohl und zu schauen, dass ich mich genau in diesem Bereich, in der richtigen Richtung natürlich, dann wohlfühle. Wenn du jetzt sagen würdest, oder ich glaube ganz persönlich, dass ein großer Faktor, der viele Leute daran hindert, im Leben wirklich das zu tun, von dem sie wirklich träumen, ist die Angst vor Fehlern. Das ist ganz klar. Die Angst, in der Öffentlichkeit dazustehen und sich zu rechtfertigen müssen für die eigenen Fehlentscheidungen und so weiter. Was ist da ein Tipp von dir, was du zu einer Person sagen würdest, die Angst hat quasi vom Scheitern, vom Fehler machen? Also erstmal muss ich gestehen, riesengroße Angst vor mir, diese Angst, dumm dazustehen vor Leuten, Fehler zu machen. Ja. Allerdings, du hast zwei Möglichkeiten im Leben. Du kannst nie ein Risiko eingehen, versuchen immer auf der Sicherheitsschiene zu leben. Allerdings wirst du dann auch nicht weit kommen. Überleg dir mal, wenn ein Baby Angst vor Fehlern hätte, das würde mit 20 Jahren noch nicht laufen. Ja, wenn es Angst hätte, vor anderen hinzufallen, dumm dazustehen und auf die Nase zu fallen. Was macht das Baby? Es probiert aus, es fällt hin, es lernt daraus und nach dem 100. Mal kann es dann laufen. Mhm. Und genau so ist es in jedem Bereich im Leben auch. Du kannst von Anfang an eh nie den genau richtigen Schritt machen. Also wirst immer minimal daneben treten, meistens wahrscheinlich eher größer daneben treten, dann aber daraus lernen können und dadurch weitergehen. Also Wachstum meiner Ansicht nach findet zum Großteil dadurch statt, dass du viele Fehler machst, bereit bist, die Fehler zu machen und dadurch aus dir heraus wächst. Also Fehler sind dein Freund. Fehler sind dein Freund. Ja, dieses Mindset habe ich. Okay. Und mittlerweile macht es mir auch nicht mehr viel aus, wenn ich vor Leuten auf die Fresse falle, weil ich schon so oft gemacht habe. Ja? Auch die Erfahrung ist natürlich gut, wenn man oft öffentlich scheitert, dann macht es dir nicht mehr so viel aus. Okay. Am Anfang ist es hart, Also es führt gar keinen Weg dran vorbei. Wenn du wachsen willst, wenn du das Leben voll leben willst, dann kommst du nicht drum rum, auch Fehler zu machen hier und da. Das ist so. Genau, aus Fehlern kann man lernen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Eine weitere Frage von mir zum Thema gesunder Egoismus. Meiner Meinung nach ein sehr sensibles Thema, wo man schauen muss, dass man wirklich eine Gratwanderung hinlegt zwischen ich schaue auf mich selbst. Was ist deiner Meinung nach der beste Weg, um wirklich die Grenze zu finden? Wo hört es auf sich selber zu schauen? Wo muss ich auf mein Umfeld schauen? Und wie kriege ich diese Gratwanderung dann im Endeffekt am besten hin? Ja, schwieriges Thema. Ich spreche das immer wieder in meinem Newsletter an. Und ich schreibe ja meine 32.000 Leute täglich an. Okay. Auch immer wieder eben mit diesem Thema positiver Egoismus, dass es erstmal dir gut gehen muss, bevor du eben für andere da sein kannst. Und kriege da sehr oft sehr aggressive E-Mails auch zurück. Okay. Also sehr starkes Feedback. Die Leute sind da sehr, sehr sensibel, was das angeht, weil man halt auch in den Nachrichten immer hört, ja, die egoistischen Manager, die das ganze Geld in den Banken versenken und die ganzen egoistischen Ellenbogenkultur und auch klar, das will natürlich niemand und davon rede ich auch nicht. Also wenn ich vom positiven Egoismus rede, sage ich, du musst erstmal schauen, dass es dir gut geht. Denn wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du auch nicht gut für andere da sein. Ist klar, wenn du nicht gut drauf bist, wie kannst du dann gut für deine Umgebung da sein? Das geht nicht. Wird schwieriger. Und die Grenze ziehe ich einfach da, wo du dann sagst, dass dass du natürlich, wo du dann auf dich schaust, mehr auf dich als auf die andere Person, also wo du dann zu Lasten einer anderen Person einen Vorteil für dich suchst. Okay. Das hat nichts mit dem positiven Egoismus zu tun, das hat dann mit Narzissmus mehr was zu tun und da ist natürlich dann die Linie. Aber ich glaube, dieses Grundproblem haben eigentlich die wenigsten, zumindest die auf meiner Seite sind, auf meine Inhalte stoßen. Da ist eher das Problem, dass die eben Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht tun wollen würden, aber weil sie denken, sie müssen es tun aus einer gesellschaftlichen Konvention heraus oder weil es halt die Mutter oder der Vater ist. Aber wenn es dir dabei schlecht geht, dann bringt es dir selber erstmal nichts, aber der anderen Person genauso wenig meistens, weil du kannst nicht gut, wie gesagt, etwas tun, wenn es dir selber schlecht geht. Also erstmal schauen, dass es dir gut geht. Wenn es dir gut geht, kannst du gut für andere da sein. Die ganze Welt ist glücklicher und das ist positiver Egoismus. Und das sollte jeder, dem sollte jeder auch nachgehen, denke ich. Okay.
ist wie die Situation im Flugzeug, wenn die Notfallanweisungen durchgegeben werden, sich zuerst selbst die Maske aufsetzen und dann schauen, dass man anderen helfen kann. Genau, richtig. So sollte man es machen, genau. So sehe ich das auch, ja. Auf jeden Fall. Jetzt gibt es ja bestimmt viele Leute, die sagen, ja, der Moritz, klar, der hat jetzt 32.000 Newsletter-Abonnenten, der hat einen gut funktionierenden Blog, klar ist der selbstbewusst. Mhm. Aber wie war das für dich am Anfang, wo du wirklich angefangen hast, dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, mit dem Thema Selbstbewusstsein, dann ja. Spezifisch, ja. Warst du selbstbewusst, wo du den Blog gestartet hast? Also ich sag mal so rum, ich habe den Blog gestartet, weil ich da noch sehr viel Potenzial nach oben hatte für mich selber und weil ich eben in der Sache wachsen wollte. Also jedes Projekt, das ich angefangen habe, war immer auch mit dem Hintergedanken, dass ich daran wachse, dass das mich persönlich weiterbringt. Und ich hatte ja schon Schwierigkeiten, vor anderen zu reden, war ein Problem von mir. Auf Frauen zuzugehen war auch eine Schwierigkeit von mir. Ich hatte verschiedene andere Dinge, die jeder Mensch halt so hat, Ängste. Mhm. Ja. Und also ich war auf keinen Fall die Rampensau, die manch anderer so ist, wenn er so auf die Welt kommt. War ich auf keinen Fall, musste mir das erarbeiten. Und hab da auch einige Zeit dafür gebraucht, aber der Weg hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ich war auf keinen Fall irgendwie von Anfang an selbstbewusst. Das kam dann über die Zeit. Okay. Und natürlich auch dieses in Kontakt kommen mit negativem Feedback, was ich viel hatte auch. Natürlich, wenn du 32.000 E-Mails schreibst, es gibt immer eine Handvoll Leute, denen das irgendwie gegen den Strich geht. Ja, natürlich. Ist klar. Aber damit, am Anfang habe ich es total geschockt. Ja, was, die Leute, die mögen meinen Inhalt nicht oder hier schreibt jemand das Böse zurück oder sogar richtig aggressiv zurück. Das hat mich echt berührt am Anfang. Aber wenn du es halt mal ein paar Mal kriegst und dann auch merkst, da ist nicht wirklich Gehalt dahinter, sondern einfach nur eine spontane emotionale Reaktion, gut. Da kannst du es auch als das einordnen und dann ist kein Problem mehr. Okay. Daran wächst man. Du hast ja jetzt explizit von diesen Hatern gesprochen, die wirklich dann jetzt gar nicht den Fehler bei dir gesucht haben, sondern einfach nur jemanden, dem sie die Schuld geben können. Genau. Das hat man ja öfter im Leben, wenn man ein bisschen was macht, was gegen den Mainstream geht. Wie gehst du mit sowas um? Also es gibt einen guten Marketer, Dan Kennedy heißt der sagt wahrscheinlich euch allen nichts, aber der hat gesagt, wenn du bis 12 Uhr Vormittag nicht irgendjemand auf den Schlips getreten bist, dann hast du was falsch gemacht. Okay. Und ich sehe das ähnlich, also wenn du niemanden irgendwie ein bisschen, wenn du nicht aneckst, dann machst du wahrscheinlich was falsch, dann gehst du zu stark, zu geradlinig irgendeinen Weg und dann bist du so Mainstream und das interessiert dich niemand. Also brauchst eine Meinung, du brauchst eine Positionierung und es ist, wenn du an was glaubst, dann spricht es aus und dann ist okay, wenn dich auch Leute dafür ein bisschen anprangern. Das ist das Siegel für den richtigen Weg und auch Erfolg auf jeden Fall. Interessant, alles klar. Jetzt setzen wir den Fokus vom Thema Selbstbewusstsein ein bisschen hin zum Thema Internetmarketing. Dein Geschäftsmodell findet ja auch zu 100% im Internet statt. Du hast keine physischen Produkte, sondern alles wirklich Infoprodukte, die du automatisiert per E-Mail verschickst. Wie realistisch ist es deiner Meinung nach jetzt im Internet mithilfe von einem Blog, mithilfe von Infoprodukten in die Richtung Geld zu verdienen? Sehr realistisch, wenn du weißt, was du machst. Wenn du nicht weißt, was du machst, dann wirst du lange brauchen und viel Zeit verplempern, bis es funktioniert. Aber wenn du die Schritte kennst, wenn du weißt, worin du gut bist, was du machen willst, wenn du eine klare Positionierung hast im Markt und in deinem Kopf und dich dann kontinuierlich weiterbildest, dann ist es meiner Ansicht nach jetzt noch eine absolute Mega-Chance, besonders im deutschsprachigen Raum da was zu machen. Okay. Die Welt ist immer noch relativ klein im Internetmarketing in Deutschland. Und wenn du einfach gute Inhalte bietest, was machst, was sonst bisher Leute in der Art und Weise noch nicht gemacht haben, dann hast du Wahnsinnspotenzial im Moment. Okay. Ja. Was ist der Reiz am Internetmarketing? Ist es die Freiheit? Ist es die Automatisierung? Ist es das Geld? Was ist da das Interessante? Also für mich persönlich ist es die Unabhängigkeit, die ich dadurch erreiche. Ich schnappe meinen Laptop, ich kann in Thailand arbeiten oder in Deutschland oder in Marokko. Es spielt keine Rolle. Ich brauche Internet und einen Laptop. Und die Möglichkeit der Automatisation aller Prozesse. Also alles, während wir hier sitzen, das Interview machen, verdiene ich Geld. Ja, alles ist automatisiert. Ja, genau. Das ist alles. Ich muss nicht irgendwo heim ein Päckchen versenden. Ich muss nicht irgendwie mit einem Kunde Kontakt aufnehmen. Der Kunde kommt auf die Webseite, schaut sich meine Sachen an, findet das cool, kauft mein Produkt, kriegt automatisch die Zugangsdaten, kann das Produkt runterladen, konsumieren. Und ich sehe das Geld auf meinem Konto, wenn ich heute Abend nach Hause komme. Und das ist das, was mich schon immer interessiert hat. Diese Freiheit, Unabhängigkeit, dadurch halt zu jedem Zeitpunkt auch machen zu können, wozu ich Lust habe. Also ich wollte nie einen Tag über irgendwie Pakete versenden müssen, zum Postamt rennen
oder meine Zeit gegen Geld tauschen. Das ist auch so ein Mindset, dass ich habe, das auf keinen Fall für mich möglich ist, dass ich da irgendwie Coachings machen, zum Beispiel auch viele in meinem Bereich. Ja. Was bestimmt auch cool ist für die eigene persönliche Entwicklung, aber ich wollte eben nie um Dienstagmittag nächste Woche 14 Uhr einen Termin haben, wo ich dann dort sein musste für 2 Stunden zum jemanden coachen. Also das Internet hat wahnsinnige Möglichkeiten, natürlich auch skalierbar, in einer ganz anderen Art und Weise, wie wenn du persönlich irgendwo da sein musst. Okay. Und ja, low barrier of entry, sagt man da in Englisch. Du brauchst halt eine Domain und einen Webserver und dann kannst du loslegen. Also ich kenne kein Startup, wo du so billig starten kannst. Ja, genau. Du musst natürlich die Zeit und den Ehrgeiz investieren, aber ich glaube, am Ende zahlt sich das schon aus. Klar, also wenn ich jetzt sage, ich habe hier ein tolles Business und kann vielleicht oder muss maximal 4 Stunden die Woche arbeiten, dann sieht man natürlich oft auch nicht die 2 Jahre, die ich davor fast kein Geld verdient habe und wo ich jeden Tag 16 Stunden am Tag, okay, übertrieben, aber also auf jeden Fall 12 Stunden am Tag geackert habe, Samstag, Sonntag auch, bis das lief. Aber das war das, was ich vorher angesprochen habe. Ich bin eben auch viel wie so ein blindes Huhn in der Gegend rumgeeiert und habe versucht, das zum Laufen zu kriegen. Jetzt, wenn ich jemand hätte, der mir natürlich das Wissen, was ich jetzt habe, beibringen würde, wäre es sehr viel einfacher. Okay, genau. Ja. Zum Thema, wenn du jemanden hättest, der dir das Wissen beibringen würde. Ich habe gehört, du bist ja auch gerade dabei, in die Richtung dann ein neues Geschäftsmodell zu starten. Und da sind wir natürlich alle schon gespannt. Wer da nähere Infos will, einfach auf der Webseite wahrscheinlich eintragen. Also da das startet eine neue Webseite, derdigitaleunternehmer.de. Okay. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und da verrate ich sehr viele geheime Tipps auch von meinem Business, wie das läuft und wie man das selber machen kann. Ja. Okay, cool. Sind wir schon gespannt, auf jeden Fall. Moritz, bevor ich jetzt meine letzte Frage stelle, möchte ich nochmal wirklich Danke sagen für erstmal, dass du hier bist, dass du deine Zeit mit uns verbringst, dass du dein Wissen teilst. Das ist, glaube ich, sehr interessant für alle, die das gerade sehen können und auch für die Arbeit, die du mit deinem Blog machst. Du inspirierst da wahnsinnig viele Leute und hilfst ihnen, ein besseres Leben zu leben. Und da wollte ich einfach wirklich mal im Namen all dieser Danke sagen. Dank dir für das tolle Interview, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Genau, eine Frage kommt noch und zwar, die ist ein bisschen tricky. Okay. Was ist deine Definition von Erfolg? Erfolg ist für mich, wenn du morgens glücklich aufstehst und abends genauso glücklich wieder ins Bett gehst. Das ist Erfolg. Das kannst du auch als Straßenfeger, als Müllmann, als Multimilliardär, wie auch immer. Oft stellt sich heraus, dass Geld nicht unbedingt der Schlüssel dafür ist. Es ist eher eine innere Einstellung und ich denke, das ist das Leben und das ist der Erfolg, wenn du glücklich bist, morgens und abends, mit dem, was du tust. Wow, super. Ja. Das lasse ich mal so stehen. Moritz, vielen Dank. Ich danke dir vielmals. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.